Profifußballerkarrieren werden ja oft jäh durch eine schwere Verletzung beendet. Umso wichtiger ist es dann auch, einen Plan B während der Karriere dann zu haben. Und deswegen unterhalte ich mich heute mit dem Devante Parker, ehemaliger Profi-Bundesligaspieler von Mainz 05, über die Möglichkeiten, auf was ich dann achte, dass ich gar nicht erst verletzt werde und was ich dann mache, wenn es doch so ist, dass ich nicht mehr Fußball spielen kann. Viel Spaß! Mein Name ist Dr. Christian Schulze und heute wollen wir uns mal über das Thema Invalidität in der Leistungssport- und Profifußballkarriere unterhalten. Und habe ich einen ganz kompetenten Gesprächspartner heute da, den Devante Parker, der auch ehemaliger Fußballprofi, Nationalmannschaftsmitglied gewesen ist. Und ja, Fußball und Verletzungen, sagen wir so, ist für uns als Sportmediziner ein gutes Brot, weil da ständig Verletzungen sind. Wie häufig sind denn eigentlich schwere Verletzungen im Leistungssport? Du hast ja mittlerweile dann recht guten Überblick drüber. Ja, wenn ich das jetzt auf mich überwälze, ich hatte viele schwere Verletzungen. Ich glaube, dass jeder eine schwere Verletzung erlebt. In welchem Zeitraum? Pro Jahr oder pro Saison? Nee, oder? Ich denke mal im gesamten Zeitraum. Und bei dem einen oder anderen kommt dann eine mehr dazu. Oder vielleicht auch komplett verletzungsfrei, aber das ist im heutigen Profisport kaum machbar. Und was sind dann die Hauptursachen deines Erachtens dafür, dass das heute kaum machbar ist, da ohne Verletzungen durchzukommen? Ist es die Härte oder ist es die Schnelligkeit? Oder? Nee, ich glaube einfach, dass das Training mit den Spielen zusammen, dieser Druck auch, ich sag mal, an sich selbst, viele Spiele machen zu wollen, Gas geben zu wollen, dass man da diesen Moment vielleicht auch mal überschreitet, was halt die Leistungsgrenze angeht. Das heißt, es ist eine kleine Überdosierung dann an Belastungen durch Trainings- und Spielbetrieb. Ja. Das ist quasi keine Ruhephase mehr. Ja, also man trainiert ja sowieso auch generell als Profisportler immer an der Grenze. Und da ist es auch dann schwierig, für sich selbst auch dann abzuwägen, okay, wann reicht es jetzt mal? Die häufigsten Verletzungssituationen im Fußball sind ja quasi komischerweise in der Vorbereitung, weil ja diese komische Pause da ist, die ich ja sowieso nicht verstehe, weil wenn man sich irgendwie fit halten möchte, sollte man ja eigentlich gar keine Pause machen, weil man dann ja viel zu sehr abfällt. Und dann natürlich zum Ende einer Halbzeit oder einer halben Saison vielmehr. Da treten ja dann quasi insbesondere im Mai am Ende der Bundesliga-Saison dann auch tatsächlich statistisch die häufigsten Verletzungen auf. Kannst du das auch so bestätigen aus deiner Erfahrung? So richtig mit dem Thema habe ich mich jetzt nicht beschäftigt, wann genau Verletzungen passieren, aber es ist schon auffällig, dass gegen Ende der Saison die Verletzungen einfach sich häufen, auch viele kleinere Verletzungen, Muskelverletzungen, die dann einfach Spieler, die dann nicht mehr in der Saison auf dieses Top-Niveau kommen können, was sie vielleicht auch am Anfang hatten. Gibt es da irgendwie Möglichkeiten, deines Erachtens die Trainingssteuerung eventuell zu verbessern? Ja gut, ich meine, jeder Spieler ist erstmal für sich selbst verantwortlich. Dafür hat ein Profiverein auch die Trainer oder die Fitnesstrainer, die das auch steuern müssen, wo man einfach eng im Austausch sein muss. Und es kommt auch, glaube ich, immer auf die Situation drauf an, wo man auch genau steht, weil es geht ja auch da um Leistung, um Spiele zu gewinnen. Und da wird halt, ich sag mal, wenn es halt gebraucht wird, dann wird auch mal über die Grenze hinausgegangen, um einfach das Ziel zu erreichen. Hat man dann auch immer genug Zeit, wieder gesund zu werden und sich aufzutrainieren? Oder ist der Druck dann, den man sich selbst macht oder der auch quasi in dem ganzen Setting ist, zum Saisonende hin, man hat vielleicht im Abstiegskampf oder im Kampf um wichtige Plätze nach oben oder was auch immer, wie ist da so die Balance zwischen dem zeitlichen Druck und die Zeit, die man eigentlich bräuchte, um gesund zu werden? Ja, es ist schon eine schwierige Frage. Wie gesagt, jeder Spieler ist für sich selbst erstmal verantwortlich. Man will einfach Vollgas geben können und da muss man halt einfach zu 100% fit sein. Auch immer in Absprache mit den Ärzten, mit den Physios. Man versucht halt eigentlich komplett die ganze Saison immer am Niveau zu trainieren und auch nach der Saison hat man wenig Pause, um sich dann wieder zu regenerieren, um dann halt wieder Vollgas geben zu können.
Und ich glaube, das ist auf Dauer dann einfach schwierig, das mit dem Körper zu vereinen. Was sollte man dann so zum eigenen Schutz im Alltag beachten, dass man da seine Ressourcen so ein bisschen schont und den Akku noch einigermaßen wieder auflädt? Ja, da gibt es ja relativ einfache Mittel, dass man wirklich auf seinen Körper hört. Erstmal, dass man genug schläft, die Ernährung, viel Wasser trinkt, dass man halt einfach dieses Leben auch lebt. So, klar, man kann halt auch mal zwischendurch einen Burger essen, ja, oder mal eine Pizza, aber das soll halt nicht zu oft passieren, weil das ist einfach kein gutes Essen für einen Profisportler. Ja, das stimmt wohl. Ja. Zum Thema Pizza habe ich dann mal versucht, nach einer Pizza Fahrrad zu fahren und dachte, ich hätte jetzt was gegessen, sodass ich ein bisschen Kraft in den Beinen habe. Leider Gottes hatte ich keine Kraft in den Beinen. Furchtbar, also Pizza ungeeignet. Nudeln aber schon deutlich besser, ja, genau. Im Eigenversuch. Und wie sollte dann die optimale Betreuung aussehen im Training? Hast du schon gesagt, Personal Trainer hat man dann halt, da arbeitet man dann an seinem Potenzial. Viele Spieler haben einen Personal Trainer, was auch Sinn macht, weil der Trainer im Verein kann ja nicht auf jeden individuell drauf eingehen. Das ist immer schwierig, weil man hat halt auch einen großen Kader mit, 25 Mann. Ja, und da geht es halt wirklich um den maximalen Erfolg, ohne irgendwie einen auf der Strecke zu lassen. Aber da muss jeder, die Eigenverantwortung tragen und dafür einfach 100% fit sein. Also dieses Spannungsfeld gibt es natürlich völlig klar. Auf der einen Seite, so wie er das geschildert hat, mit dem Bundesliga-Profisport, mit dem Druck, auch mit dem ganzen Geld, was dahinter steht, dem Erfolgsdruck, wo der Trainer halt auch schauen muss, dass er Ergebnisse liefert, damit er sich nicht selbst liefert. Und auf der anderen Seite hat man dann wahrscheinlich den Mannschaftsarzt, der dann halt schauen muss, dass die Gesundheit des Athleten nicht auf der Strecke bleibt. Und da wird dann wahrscheinlich, vermute ich mal, auch der ein oder andere dann eher mal ein bisschen schneller geschaut, dass er eingesetzt wird, damit man das Turnier gewinnt oder dass man die Bundesliga irgendwie nach Hause schaukelt, als dass man das so wie im Amateursport, wo es dann zum Glück ja nur um die goldene Ananas meistens geht, dem dann eher sagt, hier pass auf, du musst noch als Handwerker funktionieren und dein Geld verdienen woanders, bleibt man lieber noch 3 Wochen zu Hause. Das ist, glaube ich, schon so ein Spannungsfeld, was ich so als Außenstehender beobachte. Wie sieht denn da, oder was ist dann so dein Wunsch an eine sehr gute sportmedizinische Betreuung? Wie muss die dann aussehen? Also ich glaube erstmal, dass die erste Anlaufstelle immer der Vereinsarzt ist, um mit ihm die weiteren Schritte zu besprechen. Und externe Ärzte für verschiedene Verletzungen oder verschiedene Bereiche, das ist ja auch wichtig, die an der Hand zu haben und dass die einfach, flexibel und schnell auch reagieren können. Ich glaube, das ist so die beste Konstellation, die man auch haben kann. Bei den jungen Spielern bist du bereit, jetzt in Zukunft denen auch so ein paar Tipps mit auf den Weg zu geben. Was ist denn so das, worauf die auch selbst am meisten achten sollten, wenn sie so wie du U15, U19 und so weiter sind, in Bezug auf ihren Körper und die Gesundheit? Ja, ich glaube, dass einfach die Pflege, dass man die nicht vernachlässigen darf, obwohl man sich vielleicht topfit fühlt, dass man auch mal einmal mehr vielleicht zum Physio geht und mit ihm spricht, wenn man mal kein gutes Gefühl hat, dass man sich auch, jeder Spieler hat ja auch irgendwie einen Spielerberater, dass man da auch drauf schaut, okay, wie ist da die ärztliche Betreuung, wenn mal was sein sollte, dass man schnell reagieren kann und alles auch, vorbeugend vorbereiten kann für die kommenden Schritte. Wie wichtig ist denn jetzt das Körpergefühl, was man so selbst dann entwickelt oder hat in der ganzen Situation? Da hast du ja wahrscheinlich auch einiges dazugelernt über die Jahre. Ja, ich glaube, dass es da so ist, dass man wirklich erstmal was lernt, wenn man es auch spürt, das ist sehr oft so, und dass man dann wirklich sich damit auch auseinandersetzt, finde ich sehr, sehr wichtig, auch darüber spricht und dann auch selbst reflektiert einfach schaut, wie der Körper vielleicht bei einer Bewegung reagiert, aber nicht Angst davor hat, sondern einfach auch sich austestet, dass man nie das Vertrauen in seinen Körper verliert. Und wenn man dann quasi das Vertrauen nicht verliert und gesund bleibt, dann kann man ja quasi auch ewig und 3 Tage wahrscheinlich im Sport nachgehen. Aber die Balance ist natürlich schon sehr, sehr hoch anstrengend gut zu halten, weil man ja natürlich auf der einen Seite irgendwo ja noch das normale Leben hat
und dann als Profi aber in seinem eigenen Blase irgendwo lebt und da immer nur wie so ein Ping-Pong-Ball, stelle ich mir das manchmal so vor, zwischen Bundesliga, Nationalmannschaft, Trainingseinheiten, dann mal einen Ruhetag in der Woche oder irgend sowas hin und her jongliert. Und wenn dann da irgendwas auftritt, dann sollte man schon die Antennen wahrscheinlich entwickeln und sagen, hier, da muss ich was für mich tun. Ich sag mal, das Leben als Profisportler besteht ja nicht nur aus dem Training, sondern man hat auch relativ viel Freizeit. Und da ist es einfach wichtig, dass man genau auf solche einfachen Sachen achtet, dass man einfach sich gesund ernährt, genug schläft. So, das sind so, sage ich mal, die Basics und alles, was dann dazugehört. Ich sag mal, umso höher es geht, umso schneller wird auch alles. Und da sollte man genau das dann angehen, dass man diese Sachen optimiert, dass man wirklich Leute hat, die fachlich top sind und auch schnell reagieren können. Und ich glaube, das insgesamt macht dann schon auch einen guten Sportler aus. Ja. Jetzt haben wir ja sehr viele Tipps, auf was man so achten soll, aber wenn das Kind dann trotzdem in den Brunnen gefallen ist, auf was sollte denn der Profisportler dann im Vorfeld geachtet haben, dass er da noch einigermaßen sinnvoll rauskommt? Ja, also erstmal kann nicht jeder Profi werden. Das ist schon ein schwerer Weg. Da braucht man auch vielleicht Glück und auch, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Da muss halt wirklich sehr, sehr viel zusammenkommen. Ich hatte das Glück, ich konnte das erleben, ich habe es auch genossen. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Trotzdem gibt es dazu Sachen, ja, auf die man einfach achten sollte, wenn man da in den Profisport kommt, dass man halt auch einfach ordentlich abgesichert ist, dass man einfach ein Umfeld hat, wo man sich auch wohlfühlt und damit arbeiten will und nicht, ich sag mal, von A nach B und nach C immer hüpft. Und also da sollte man schon versuchen, schnell eine Linie zu fahren. Und wie gesagt, ich kann es nur von mir aus erzählen. Die Versicherungen, die sind sehr wichtig. Ich sag mal, wenn man nicht mehr arbeiten kann, dass man da auch einfach was hat, wo man sagt, okay, darauf kann man aufbauen. Das gibt schon ein gutes Gefühl. Und dazu kommt dann auch die gesetzliche Sparte, die man dann hat mit der BG, die dann auch Spielern helfen bei der Rehabilitation. Wie gesagt, auch was die Perspektive angeht, dass es da Möglichkeiten gibt, wo man dann einfach auch ansetzen kann und weitermachen kann. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Hast du dich jetzt ja auch mit deiner Berufswahl quasi spezialisiert darauf, dass du jetzt gesagt hast, du bist in der Firma Alpha Sports in Stuttgart, wo deine Ausbildung machst und da dann ja auch quasi wahrscheinlich einen Haufen dieser Spiele mit betreuen und beraten kannst. Ja, also nicht nur im Profifußball, sage ich mal. Es gibt ja auch andere Sportler, die genauso Verletzungen erleiden und ja, die betreuen wir dann genau auf diesem Weg und beraten halt einfach, was es für Möglichkeiten gibt, auf was man einfach achten sollte. Und das Wichtigste dabei ist auch immer, dass der Spieler das auch versteht. Ansonsten ist es schwierig, das den Spielern auch zu vermitteln. Und ich glaube, wenn man selbst drinne war und das selbst erlebt hat, kann man es auch den Spielern ganz anders da rüberbringen. Und ich fühle mich wohl dabei. Es macht unfassbar viel Spaß, ist eine ganz, ganz andere Seite und freue mich einfach da jeden Tag irgendwie mit den Jungs Kontakt zu haben. Ist wahrscheinlich dann auch gar nicht so schlecht, wenn man da mal so gerade über seinen Missmut redet und dann jemanden vor sich sitzen hat wie dich, der das alles auch immer durchlebt hat, emotional. Denke ich mal, da wird es wahrscheinlich auch häufiger eine Rückmeldung geben, dass das ganz gut tut, oder? Ja, also ich habe jetzt schon mit ein paar Jungs Kontakt gehabt, wo wir auch Wege finden konnten, wo sie auch zufrieden sind. Und da habe ich auch, ich sag mal, positives Feedback erhalten. Aber grundsätzlich geht es mir nicht darum, irgendwie Lob nur zu bekommen, sondern vielleicht auch, was ich nicht gut mache oder was man vielleicht anders machen kann. Das ist ja auch immer wichtig. Aber ich sag mal, selbst das erlebt zu haben und das dann wiederzugeben, ich glaube, da gibt es keine geeignetere Beratung in dem Falle.
Als junger Spieler ist es wahrscheinlich dann aber schon auch ganz wichtig, dass man darauf achtet, dass man jetzt nicht den Berater mit dem schönsten und schnellsten Sportwagen nimmt, sondern halt auch noch auf so ein paar Sachen hinten dran schaut. Ja gut, der Berater mit dem schönsten und besten Sportwagen heißt ja nicht immer, dass es ein schlechter Mensch ist. So. Aber man sollte schon einfach gucken, dass die Basics stimmen, dass der Spieler sich wohlfühlt und es sind einfach grundlegende Sachen, auf die geachtet werden sollten, wenn man jung ist. Das ist vor allem auch die Ausbildung, die außerhalb vom Fußball einfach weiter stattfinden soll. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, um halt auch einfach einen Ausgleich zu haben, weil im Profisport, das ist schon, wie gesagt, sehr schnell, sehr viele Höhen und Tiefen und da braucht man einfach auch vielleicht für sich selbst mal eine Auszeit oder ein Hobby, wo man sich widmen kann. Zusammenfassend haben wir jetzt eine ganze Menge Tipps erhalten aus sportmedizinischer und sonstiger Sicht, wie man die Sportinvalidität verhindern kann und verhindern soll. Wenn es aber dennoch nicht gelingt, was ist so dein wichtigste Take-Home-Message an der Stelle? Ja, es gibt viele Möglichkeiten. Ich glaube, dass man sich selbst einfach klar werden muss, dass es außerhalb vom Fußball auch Sachen gibt, die einen interessieren. Ich glaube, das hat jeder. Bildung ist für mich oder war für mich auch immer das A und das O. Da sollte man einfach schauen, dass man diesen Bereich einfach weitergeht und das dann quasi mit dem Fußball verbindet. Dass man quasi immer noch zwei Feuer und einen Plan B in der Tasche hat. Ja, genau. Also man kann sich auf jeden Fall noch voll, also zu 100% auf den Fußball konzentrieren. Also das war meine Erfahrung und ich glaube, diesen Weg sollte man auf jeden Fall dann gehen. Okay, vielen Dank. Ja, an der Stelle möchte ich nochmal auf unser anderes Interview, was wir mit dem Devas geführt haben, zum Thema seiner persönlichen Geschichte hier hinweisen und dann natürlich Thema Schmerzmittel. Ab Usus haben wir ein sehr schönes Video noch mit einem Leistungssportler aus dem Schwimmbereich aus den USA, das ich Ihnen an dieser Stelle empfehlen würde. Wenn Sie ansonsten noch Fragen haben, dann hinterlassen Sie gerne einen Kommentar hier unten. Wenn Ihnen das Ganze gefallen hat, geben Sie einen Daumen nach oben. Ich sage danke und auf Wiedersehen und auch an dich vielen Dank und alles Gute. Gerne. Ciao.